Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total to War Rome 2 Imperior Edition mit mir, mit dem Björnsen 1 und den Römern. Wir haben in der letzten Runde Krieg angefangen gegen... kann man das hier ausbauen? Nein. Gegen die Seleukiden, haben aber, das heißt ich habe aber, nicht ganz drauf geachtet, dass wir nun ein kleines, gut, was heißt Problem, wir haben noch kein Problem, aber es könnte eins werden. Warte mal, Tapferkeit, ich muss mit mir diese ganzen Upgrades machen. Moral, alles Angriffsbonus, schön. Kriegsheld auch gut. Ich habe Folgendes nicht bedacht, ich zeige es euch. Stratege. Dass die verbündet sind, und zwar... Diplomatischer Status sowohl mit Sparta als auch mit Pontus. Und ich habe hier keine Einheit stationiert. Also hier bin ich völlig blank. Hier schütze ich mich hier, obwohl ich ihn hier unten eigentlich nicht brauche. Ihn kann ich eigentlich nach Norden abziehen. Weil ich auch hier die Flotte habe. Aber wenn er von da rüber zieht... Ich weiß nicht. Also wir müssen jetzt mal abwarten. Zwei Städte haben wir eingenommen. Wir nehmen noch 3400. Leck am Arsch. Runde beenden. So, mal gucken, was... was die jetzt so vorhaben. Und ich bin echt gespannt, ob Pontus... und oder Sparta es tatsächlich wagt, mich anzugreifen. So, Sparta schon mal nicht. Sparta hat die Hosen voll. Nichts passiert. Unglaublich. Angehört. Natürlicher Tod. Nahrungsmittelknappheit. Politische Intrige. Warum jetzt auf einmal wieder eine Nahrungsmittelknappheit? Warum? Inspirierte Bevölkerung, besorgte Bevölkerung. Plus 27, das ist alles okay. Verborgener Agent. Eigenschaft erhalten, okay. Warum ist jetzt auf einmal wieder eine Nahrungsmittelknappheit? Gibt's doch nicht. Ich sollte auch mal nicht noch mehr Einheiten. Weißt du was? Ich schick die darüber. Ich sollte nicht noch mehr Einheiten produzieren. Weil. Nee, das muss reichen, was ich jetzt hier habe. Das muss reichen. Weil das kostet alles Geld. Schaut mal, ich nehme schon nichts mehr ein. Nur noch 2000. So. Nicht, dass ich bald hier eine negative Entwicklung habe. So, Makomades. Was kostet denn wenig? Zivile Kolonie, minus Nahrung, minus Nahrung, minus Nahrung. Ja, super. Wachstum, Wohlstand, zivile Kolonie. Ah, hier muss ich irgendeinen Hafen reinsetzen. Scheiße, ist der teuer. Minus 8 öffentliche Ordnung kann ich mir mal leisten. Der bringt nur Nahrung. Das hier reißen wir ab. So, ist Makomades soweit abgefrühstückt. Wie sieht's in Garama aus? Also, hier unten können wir das... können wir abreißen. Minus 8 öffentliche Ordnung. So, machen wir hier einmal das geweihten Boden. Und nichts, da ist das Geld zu Ende. Freunde, vielleicht sollten wir... eine Runde die Steuerstufe hochsetzen. Geringste öffentliche Ordnung.
Duckchen ist jetzt minus 1. Und wenn ich hier Maximum mache, wie sieht es dann hier aus? Minus 16. Und wenn ich hier die Steuerprovinz rausnehme, plus 4. Das mache ich. Eine Fähigkeit. Mapen ist nochmal aufgestiegen. Da ist er. Ey, wie viel will die ja noch aufsteigen? Die geht hier ab ohne Ende. Das ist der Hammer. So. Also, merken, wir haben die Steuerstufe erhöht. Und in Darkhirn müssen wir wieder Steuerprovinz rausnehmen. Also, reinnehmen. Denn wir brauchen jetzt erstmal Geld hier. Ist versperrt. Vielleicht reise ich dann auch einfach den ganzen Rest in Afrika einfach nieder. So, bloß der Weg ist da versperrt. Das ist extrem blöd. Mein Gott, das ist eine riesen Karte. Die können doch nicht nur über diesen Weg marschieren, den sie da haben. Es gibt doch noch viele andere Wege. Und Sparta greift an. Oder? Noch nicht. Da oben. Plündert. Siedlung wird belagert. Natürlicher Tod. Verschleiß. Rebellion bevorstehend. Okay. Also. So, hier hauen wir erstmal das Ding nochmal rein. Und geweihten Boden haben wir schon. So, Baubericht, unzufriedene Bevölkerung. Rebellion bevorstehend. Hier oben. In Kasurgis. Ja, das ist klar. Okay, also machen wir erstmal eben die Handel und Finanzen, die Steuerstufe wieder auf normales Maß zurück. Vielleicht können wir die um 1 erhöht lassen. Ja, ich guck mal, ob wir das so lassen können. Kasurgis. So, und in Darkhirn wollten wir schauen. Magna Germania, wo haben wir Darkhirn? Italia. Afrika. Ach, in Afrika ist ein Slot. Frei. Da waren wir. Afrika. Na, wo bist du denn? Darkhirn. So, Darkhirn. Können wir wieder die Steuerprovinz reinnehmen? Zack. So, dann ist hier wieder okay. Hier ist okay. Wo haben wir denn jetzt einen Slot noch frei? Was, wir sollten eigentlich generell gucken, ob wir die Steuerstufe 1 hochsetzen. Pass auf. Handel und Finanzen. Ja, in Kriegszeiten muss man schauen, ne? So, nehmen wir 19.000 ein. Also hier ist es ja einigermaßen okay. So, hier ist es bescheiden, aber da können wir dran arbeiten. Minus 13. So, minus 1 Nahrung auch. Dann müssen wir gucken, das kriegen wir damit eigentlich. Ja, Steuerprovinz. Dann haben wir weniger. Weniger Nahrung noch. Da müssen wir durch. Drei öffentliche Ordnung. Gehen wir hier einfach auf den Zirkus. So. Also dann passt das hier. Hier haben wir minus 10. Ja, und die Nahrung ist auch beschissen überall, ne? Die Nahrung. Öffentliche Ordnung, Wachstum, Wohlstand. Der Hafen.
Bringt nur 9 Nahrung, 4 Nahrung. Das bringt 15 Nahrung. So, aber eine beschissene öffentliche Ordnung. 9 Nahrung, 4 Nahrung. Dann gehen wir da auf etwas, was mit öffentlicher Ordnung zu tun hat. Hier sieht die öffentliche Ordnung sehr gut aus. So, hier geht es so. Minus 9, da werden wir hier plus einiges kriegen. Das passt. Hier passt es sowieso. Plus 23. Kann ich doch hier auf... Ne, der bringt plus 24. Hier kann ich nichts anderes machen. So, hier haben wir minus 8. Das wird dann besser sein. Hier minus 6. Dann sollten wir hier... Fisch. Minus 8, öffentliche Ordnung. Wir haben minus 6. Dann machen wir hier mal die... Küstenwache rein. So, hier haben wir plus 11. Also können wir hier schön auf... Nahrung gehen. So, der Rest ist okay. Dann gehen wir hier auch mal auf Geld. Und hier auf Geld. So, und dann hier nochmal auf die... Ne, das verweiche ich mir. Da haben wir da noch ein Ass im Ärmel. So, hier ist eine gute Nahrung. Hier haben wir plus 30. Zirkus Maximus. So, und das Geld ist weg. Egal, wir nehmen 19.000 pro Runde ein, nur noch. Es waren knappe 30.000. So, die Einheiten bewegen sich und wir beenden die Runde erstmal. Ich muss auf jeden Fall die Steuerstufe um ein Plus drin lassen. Weil ich brauche 20.000 pro Runde. Die muss ich haben. Ach, jetzt werden wir noch da oben belagert. Fuck. Ach, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So eine Scheiße. Nein, wie ärgerlich. Ich hätte auch meine Truppe hochziehen können. Ach, wie ärgerlich. Jetzt dauert das noch eine Runde, bis der da oben ist. Eieiei, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt extrem doof gelaufen. Ja, war klar. Ja, war klar. Oh, das kämpfen wir automatisch. Angriffsstellung von mir aus. So, aber die Stadt kann er eigentlich auch ruhig haben. Kasurgis. Die Stadt kann er eigentlich haben. Oder hätte ich bis jetzt direkt in die Offensive gehen sollen gegen Sparta? Anscheinend ist nämlich Sparta das größere Übel hier. Eine Rebellion. In Kasurgis. Ja, das macht nichts. Stadt gehört uns nicht mehr. Das ist schön. So, Baubericht. Wenigstens haben wir wieder plus Nahrung. Eigenschaft erhalten. Aufgebrachte Bevölkerung. Minus 9. Ja, Freunde. Es ist in einer Runde gibt es hier plus 6. Details. Steuerprovinz. Wie viel nehmen wir denn hier ein? 1000 nur. Hier müssen wir definitiv plus 1 Nahrung. Ach, verdammt. Der bringt plus 6 in einer Runde. Was bringt denn der nächste? Stufe 3, Stufe 4. Jupiter. 8 öffentliche Ordnung. Okay, dann haben wir da noch minus 1. Ja, gut.
Ja, ich muss hier vom weg. Also, das bringt nichts. Schlachthaus. Öffentliche Ordnung. Minus 4 Nahrung. 12 öffentliche Ordnung. Ich muss hier auf die Gladiatorenschule gehen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Inspirierte Bevölkerung. Siedlung. Verloren. Armee zerstört. Das ist okay. So, wie gehen wir jetzt weiter? Wie gehen wir weiter? Oder sollen wir erstmal Spartak-Platten machen? Aber die Einheiten sind jetzt hier unten stationiert. Da, Nerva bringt 2 öffentliche Ordnung. Er bringt 4 öffentliche Ordnung. Na komm, wir greifen jetzt hier Kyrene an. Nehmen jetzt hier direkt die nächste Stadt ein. So. Das machen wir jetzt einfach. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Ich erwarte eure Befehle. Ausrücken! So, und dann Angriff. Dass dann zumindest schon mal die Seleukiden geschwächt sind. So, perfekt. Ja, es ist... das läuft zu unseren Gunsten, entscheidender Sieg. So, Freunde, ich würde sagen, der Afrika-Feldzug läuft. So, Kyrene ist somit eingenommen. So, schicken wir die Flotte hier rein. So, alle in den Hafen rein. Ja, ihr seid schon im Einzugsgebiet. So, das bauen wir um zum Neptun. Hier nehmen wir auch die Küstenwache. Hier nehmen wir die Garnison. Ups. Das reißen wir ab. Boah, es kostet alles. Nicht auf die Nahrung. Und das reißen wir ab. So ist das Geld schon wieder weg. Schon wieder weg. So, die Stadt ist eingenommen. Makomades. Hier passt das alles. Afjila. Ja, würde ich sagen, vorwärts. Nach Afjila. An die Stadt habe ich übrigens schlimme Erinnerungen. Von meinem ersten Let's Play. Ja, mach du immer die Verwaltung. Afjila, da habe ich herbe Verluste einnehmen müssen. Oder das war mal nicht die Stadt, wo ich immer einen Elendsviertel hatte. Auf jeden Fall war irgendwas. So, Paraitonion, Ammonion. So, okay, das läuft. Das läuft. So, Garama, hier läuft's. Hier oben läuft es nicht, aber in 2 Runden. Und hier läuft's auch. Hier auch. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Minus 6. Du wolltest doch hier rein, ne? Ich will stündliche Wachgänge. So, plus 6. Schön. So, es passt. Kann ich dann bei euch beiden hier schon mal den Gewaltmarsch rausnehmen? Zu euren Diensten. Stellung keine. Bereit zum Kampf. Stellung keine. So. Trotzdem eine schlechte öffentliche Ordnung. Ist ja komisch. Ja, Freunde, die Runde ist auch beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Runde wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bitte den nach oben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Euer Björnsen 1.